hängen schon wieder total. Jetzt kommt einer meiner allerbesten Freunde, der Philipp Simon. Wir haben uns erst vor 2 Wochen zum Trinken verabredet. Er ist einfach nicht gekommen. Deshalb habe ich ihn heute hier hineingeladen. Wir heucheln uns immer wirklich Liebe, Liebe, Liebe und du lässt mich hängen. So, jetzt rock die Hütte. Das bist du uns schuldig. Viel Spaß. Und du rufst nicht zurück. Ja, aber das hat auch einen guten Grund, du Mädchen. Also, viel Spaß mit Philipp Simon. Abend. Hallo. Vielen Dank. Es ist ja inzwischen eigentlich jeder Gedanke laut auf einer Kabarettbühne gedacht worden. Jeder politische Fehler erklärt worden. Irgendwas wird sich der Dieter Hildebrand doch in all den Jahren dabei gedacht haben, oder? Der ist doch nicht nur auf Tour, weil er von zu Hause weg wollte. Aber offensichtlich hat niemand mit der egozentrischen Wohlgefälligkeit des deutschen Bildungsbürgertums gerechnet. Also mit ihm. Wobei gerechnet hat man vielleicht schon damit, man wusste nur nicht, dass es fließend in eine politisch-moralische Demenz übergeht. Ich habe doch keine echten Neuigkeiten für Sie. Sie wissen, wie es ist. Sie wissen, wie es sein sollte. Und Sie haben die Kohle, das zu verändern. Was muss ich denn hier noch rumlabern? Im Europäischen Parlament kommen inzwischen auf jeden Parlamentarier 40 Lobbyisten. Lobbyisten kennen Sie, oder? Das sind Leute, die sind meistens so tief in den Arsch von Politikern gekrochen, dass man nur noch ihre Fersen sieht. Das ist wie so ein zweiter Hodensack am Arsch. Das ist auch eine der ganz wenigen Berufsgruppen, die bei der Ausübung ihres Berufs immer eine Taucherbrille tragen, weil die so tief drin sind. Und diese Lobbyisten beeinflussen Gesetzesentwürfe von Politikern so lange, bis sie sich lesen wie Werbebroschüren von Wirtschaftsunternehmen. Das wissen sie. Das ist keine Neuigkeit. Es gibt eine europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit. Das ist die EFSA, European Food Safety Authority. Die soll eine wissenschaftliche Beratung darüber liefern, welche Zusatz- und Inhaltsstoffe in Lebensmitteln gut für uns sind. Und diese Behörde wird aus öffentlichen Mitteln finanziert. Also von ihm. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine eigene Behörde. Und die sollen also diese wissenschaftliche Beratung liefern. 2013 hatten von 209 für die Behörde tätigen Wissenschaftlern 123 mindestens eine direkte Verbindung in die Wirtschaft. Die waren also alles, nur nicht unabhängig. Nehmen wir das Beispiel Zucker. In allen, fast allen industriell gefertigten Lebensmitteln ist inzwischen Zucker drin. Nutella zum Beispiel. Nutella besteht aus Palmfett und Zucker. Nutella eine Nuss-Nougat-Creme zu nennen, ist genauso absurd, als wenn sie behaupten würden, in der holländischen Frikandel wäre Fleisch. Die holländische Frikandel besteht aus Fett. Und wisst ihr, was da noch drin ist? Glukosesirup. Frikandel und Nutella unterscheiden sich also im Wesentlichen nur noch die äußere Erscheinungsform. Sie können sich also eine Frikandel aufs Brötchen schmieren oder Nutella mit Zwiebeln, Mayo und Ketchup essen. Ihrem Körper ist das scheißegal. Also in fast allen industriell gefertigten Lebensmitteln ist inzwischen Zucker drin. Deswegen gibt es für die Zuckerindustrie eigentlich nur noch eine Möglichkeit, den Absatz zu erhöhen. Sie muss die Zuckermenge in den Produkten höher setzen. Und als die EFSA jetzt von ihren völlig unabhängigen Experten wissen wollte, sag mal, ist es nicht sinnvoll, irgendwann mal so einen Verzehrshöchstwert für Zucker einzuführen? Nee, da sagten die völlig unabhängigen Experten, nö. Nö, da wird nichts Schlimmes passieren. Na, außer dicke Kinder und schlechte Zähne wäre da nichts. Und die mussten das wissen. Einer der unabhängigen Experten war der Kinderarzt Dr. Carlo Agostoni. Der hatte noch Nutella am Bart kleben, weil der die Zuckerbude Ferrero beraten hat. Oder Susan Fairweather Tweed, die bei einer Lobbyvereinigung arbeitet, die von Mars, Nestle, Kellogg's, Pepsi und Coca-Cola finanziert wird. Hätte ich auch nie gedacht. Dass Pepsi und Coca-Cola mal zusammen... Das ist, als wenn du Trainer in Dortmund und auf Schalke wärst. Die Informationen sind alle da. Es gibt keine Geheimnisse. Aber warum wehren wir uns nicht dagegen? Warum gehen wir für schemenhafte Ängste auf die Straße und wehren uns nicht gegen die Fakten? Sehen Sie, und da schließt sich der Kreis. Es ist wissenschaftlich belegt. Zu viel Zucker macht müde, antriebslos. Es verursacht Angstzustände und Depressionen. Wir können also festhalten, Zucker verursacht Deutschland. Vielen Dank.